Die zugeschaltet sind, herzlich willkommen. Es geht heute ums Thema Sanktionsmoratorium in der öffentlichen Anhörung heute im Ausschuss Arbeit und Soziales. Ich begrüße ganz herzlich auch zugeschaltet unsere parlamentarische Staatssekretärin Kerstin Kriese. Gegenstand dieser Anhörung ist die Vorlage der Gesetzentwurf der Bundesregierung, nämlich Entwurf eines 11. Gesetzes zur Änderung des 2. Buches Sozialgesetzbuch Sanktionsmoratorium auf Drucksache 20/1413. Die von den Verbänden, Institutionen und Einzelsachverständigen abgegebenen Stellungnahmen liegen Ihnen vor, und zwar auf Ausschussdrucksache 20/1100. Von Ihnen, die Sie hier zugeschaltet sind, wir hören Sie aber, Sie müssen immer nur Gutes über uns reden, weil wir alles hören. Wir probieren noch etwas. Die letzten 1,5 Stunden ist es perfekt gelaufen. Wir sollten wirklich keine Pausen machen. Pausen. Schaden der Technik. Und helfen den Menschen. So, von Ihnen, die Sie hier zugeschaltet sind, die Vertreterinnen und Vertreter der Presse, wir hören gerade die parlamentarische Staatssekretärin Kerstin Kriese, die ich vorhin schon ganz herzlich begrüßt habe. Verbände, Institutionen, Einzelsachverständigen möchten wir nun hören, wie Sie diesen Vorschlag fachlich beurteilen. Zum Ablauf der heutigen Anhörung darf ich noch einmal ein paar Erläuterungen geben. Uns stehen genau 90 Minuten zur Verfügung. Die werden aufgeteilt auf 12 Blöcke à 6 Minuten. Da gibt es eine bestimmte Reihenfolge, die ist bekannt. Ich kann sie vorlesen, kann sich keine merken. Werden wir dann auf jeden Fall sehen, wenn wir soweit sind. Zusätzlich gibt es am Ende dieser Befragungsrunden eine freie Runde mit 10 Minuten, wo maximal eine Frage pro Fraktion gestellt werden kann. Um die Zeit effektiv zu nutzen, wäre es hilfreich, präzise Fragen zu stellen und auch präzise Antworten zukommen zu lassen. Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit haben wir wieder auf Eingangsstatements verzichtet. Dazu dienen ja im Übrigen auch die schriftlichen Stellungnahmen. Ich begrüße ganz herzlich nun die Sachverständigen, rufen Sie dafür einzeln auf, vom Deutschen Gewerkschaftsbund, Herr Martin Künkler, von Verdi, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Frau Dagmar König, von der Agentur für Arbeit, deren Chef Detlef Scheele, von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Frau Dr. Anna Robra, vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur ist zugeschaltet über WebEx, Herr Dr. Joachim Wolf. Vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln ist es Herr Holger Schäfer. Herr Holger Schäfer, herzlich willkommen hier im Saal. Und vom IFO-Institut haben wir auch eingeladen, bisher keine Antwort bekommen. Ich frage mal in die Runde, IFO-Institut. Zugeschaltet, live hier? Nein. Sind Sie uns trotzdem oder wären Sie uns trotzdem willkommen gewesen? Von der Diakonie Deutschland, evangelisches Werk für Diakonie in Entwicklung, ist Herr Michael David hier. Willkommen. Und vom Deutschen Caritasverband habe ich im WebEx gesehen, die Frau Dr. Birgit Fix. Herzlich willkommen. Vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband ist hier Herr Dr. Joachim Rock. Willkommen. Und vom Deutschen Städtetag ist hier zugeschaltet bei WebEx Herr Nikolaus Schelling. Und vom Deutschen Landkreistag ist hier im Saal Herr Dr. Mempel. Als Einzelsachverständige begrüße ich Herr Professor Dr. Thüsing. Sehen Sie uns alle ganz herzlich willkommen. Die Öffentlichkeit und weitere Kolleginnen und Kollegen beteiligen wir durch unsere Live-TV-Übertragung an unserer Anhörung. Die ist auf den Internetseiten
zu sehen, zu verfolgen und bleibt dort auch in der Mediathek zur Verfügung und abrufbar. Wir beginnen nun mit der Befragung der Sachverständigen und dazu wiederholen und sagen wir auch immer wieder die Namen. Das dient dazu, dass das Protokoll die Niederschrift genau fertigen kann und weiß, wer was gesagt hat. Ich bitte nun die Mitglieder der SPD-Fraktion, ihre Fragen zu stellen. Als erste Frau Klose, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an den Deutschen Gewerkschaftsbund. Wie bewertet der Deutsche Gewerkschaftsbund die Aussetzung der Leistungskürzung für Leistungsempfängerinnen nach dem SGB II grundsätzlich? Und wie steht der Deutsche Gewerkschaftsbund grundsätzlich zur Wirkung von Leistungskürzungen im SGB II? Und für wie sinnvoll hält der DGB das Instrument der Sanktionen? Herr Künkler, bitte. Ja, danke für die Frage. Der DGB bewertet das Moratorium sehr positiv. Es stellt einen substanziellen Fortschritt gegenüber der derzeitigen Rechtslage dar, dass Sanktionen zumindest für 12 Monate deutlich eingeschränkt werden und Kürzungen über 10% gesetzlich ganz ausgeschlossen werden. Aus Sicht der DGB gibt es 2 Punkte, die man vielleicht noch nachbessern sollte an dem aktuellen Kompromiss. Es sollte klargestellt werden, dass zeitversetzte Sanktionen im Kontext mit Fördermaßnahmen, die jetzt begonnen werden, nicht stattfinden. Und aus unserer Sicht sollte auch generell die Vorschrift in 31b außer Kraft gesetzt werden, nach der im Zeitraum von 6 Monaten nach Pflichtverstoß die Sanktion noch greifen kann. Am Freitag ist ja von Abgeordneten angekündigt worden, dass es das alles nicht geben soll. Da steht aber eine gesetzliche Umsetzung noch aus. Zum zweiten Teil Ihrer Frage. Wir sagen, die Regelsätze sind laut Bundesverfassungsgericht gerade ebenso noch existenzdeckend. Das heißt, sind auf Kante genäht. Von daher bedeutet jede Kürzung durch Sanktionen einen Eingriff ins Existenzminimum. Und der DGB lehnt solche Eingriffe ins Existenzminimum aus sozialpolitischen Gründen ab. Zudem man auch bedenken muss, die Sanktionsdrohung wirkt ja weit über die Sanktionierten hinaus. Betroffen sind auch alle Arbeitssuchenden. Und das führt schon dazu, dass Arbeitssuchende nicht frei und offensiv mit Arbeitgebern verhandeln können über Lohnbedingungen und Arbeitsbedingungen. Das schränkt ein Stück weit die Vertragsfreiheit ein und ist insofern diametral gewerkschaftlichen Interessen entgegengesetzt. Vielen Dank, Herr Künkler. Als nächstes Herr Peik, bitte. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an das IAB. Das IAB hat im Jahr 2021 eine Studie veröffentlicht, aus der noch mal ganz klar hervorging, wie aus anderen Studien, dass sich Sanktionen sehr negativ auf die nachhaltige Erwerbsintegration auswirken können, wenn sie kurz vor dem Eintritt in den Arbeitsmarkt verhangen wurden. Deswegen die Frage an IAB: Wie schätzen Sie basierend auf dieser Erkenntnis Ihrer Studie die Wirkung von Leistungskürzungen von Grundsicherungsempfängerinnen bei Pflichtverletzungen mit Blick auf die Integration in den Arbeitsmarkt ein? Herr Dr. Wolf, bitte. Eine von vielen Studien, muss man dazu sagen. Wir hatten ja schon einige Studien vorher, die weitestgehend eben positive Beschäftigungswirkungen für andere Zeiträume wohlgemerkt letztlich hervorgebracht haben. Das ist jetzt eine Studie gewesen von Markus Wolf, die für den Zeitraum nach 2012 teilweise auch negative Effekte, kurzfristig positive Effekte auf die Beschäftigungswahrscheinlichkeiten der sanktionierten Personen, aber eben längerfristig negative Effekte bewirkt haben, sodass wir auch sagen können, das Gesamtbild ist immer noch so von den Studien. Beschäftigungseffekte wurden überwiegend positive nachgewiesen. Hier hatten wir jetzt eine Studie mit negativen. Und wir sehen an der Stelle auch die Notwendigkeit, dass das natürlich nochmals die erste Studie, die jetzt eben langfristige Effekte untersuchen konnte, das auch nochmal für andere Zeiträume nachgewiesen werden muss. Und man muss auch bei der Einordnung dazu sagen, die Effekte waren jetzt nicht besonders hoch. Insofern würden wir keine Schlussfolgerung allein auf Basis dieser Studie, sondern auf der Gesamtheit aller Studien und natürlich nicht nur der Wirkungsanalysen für die Sanktionen folgern wollen. Vielen Dank, Herr Wolf. Die Akustik war wunderbar. Wir vermuten, Sie haben ein Headset getragen, weil wir konnten Sie nicht sehen. Also wenn Sie gerne auch Ihre Kamera einschalten möchten, aber wir sind wirklich dankbar für die gute Akustik, weil ich wurde öfters darauf hingewiesen, auch, dass die Akustik so schlecht ist. Selbst bei denen hier im Saal, die die Fragen stellen. Vielen Dank dafür. Und die paar Sekunden gehen auf meine Kappe. Herr Babendick.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die BA. Das konsequente Verhängen und Verfolgen von Sanktionen führt zu einem großen Verwaltungsaufwand für die Jobcenter. Haben Sie Erkenntnisse, wie viel Verwaltungsaufwand durch das Sanktionsmoratorium eingespart würde? Und wären die frei werdenden Verwaltungskapazitäten nicht besser für die Integration von Menschen in den Arbeitsmarkt eingesetzt? Herr Scheele, bitte. Also darüber liegen uns keine empirischen Untersuchungen vor. Wir sehen auch nicht, dass bei der geringen Zahl von Sanktionen und bei der ausgesprochen nachrangigen Anwendung, weil es ja kein Geschäftsmodell der BA ist, Sanktionen zu verhängen, dass man damit etwas einsparen kann, was man hinterher zum Integrationsprozess auskehren könnte. Also das gibt es nicht. Punkt. Frau Klose, bitte. Ja, meine nächste Frage geht an die Caritas. Die Caritas ist als Träger in ganz Deutschland in der Beratung auch von GrundsicherungsempfängerInnen tätig. Wie beurteilt die Caritas die Wirkung von Sanktionen und auch deren Androhung auf die Empfängerin von Leistungen, basierend auf den Erfahrungen in der Praxis ihrer Beraterin? Frau Dr. Fix, bitte. Sanktionen stellen grundsätzlich einen ganz massiven Eingriff in die Lebenssituation der Menschen dar. Sie haben zufolge, dass durch Kürzungen, insbesondere wenn es sehr hohe Kürzungen sind, Teilhabe sehr stark eingeschränkt sind. Es kann zu Energieversorgungsproblemen kommen, zu einer Verschuldung, zu einer Einschränkung der Ernährung, wenn es ganz schlimm kommt, sogar zum Verlust der Wohnung. Und aus unserer Sicht sollten die Personen nicht durch die Sanktionen so stark beschnitten werden, dass die Arbeitsmarktintegration und die Anstrengungen dafür beschnitten werden. Es sind auch sehr häufig Menschen, die psychisch krank sind, die in Meldeversäumnisse reinkommen, weil sie zum Beispiel auch mit den Jobcentern nicht hinreichend in Kontakt kommen. Und für uns ist hier der Ansatz der Stärkere, den Menschen helfen, eine gute Beratung geben und die Sanktionierung auf das Allernötigste beschränken. Vielen Dank, Frau Dr. Fix. Das war die erste Runde der SPD. Es kommt die nächste, das ist die der CDU-CSU. Kollege Stracke, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Scheele von der BA. In Ihrer schriftlichen Stellungnahme kritisieren Sie ja den Gesetzesentwurf heftig mit Blick, dass es nicht genügen würde, lediglich Meldeversäumnisse zu sanktionieren und dass auch diese Neuregelung insgesamt nicht erforderlich wäre, mit Blick darauf, dass Sie ja das Bundesverfassungsgerichtsurteil in Ihrem praktischen Tun ja bereits nachvollzogen haben und Sie auch eine Handhabe brauchen, damit man diejenigen, die sich verweigern, letztendlich da auch entsprechend entgegentreten kann. Mich würde zunächst mal interessieren, wie stellt sich Ihre aktuelle Sanktionspraxis nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil aus und wie bewerten Sie den vorliegenden Gesetzesentwurf? Herr Scheele, bitte. Also das ist jetzt etwas schwierig, die Sanktionspraxis nach dem Verfassungsgerichtsurteil vorzutragen, weil das ist voll in die Pandemie gefallen, weil es da wenig Vorsprachen gegeben hat. Also wir hatten vor der Pandemie so ungefähr 8% Sanktionen. Dann konkretisiere ich es, bevor Sie es in Prozentzahlen uns sagen, wie Sie die Sanktionspraxis tatsächlich machen. Jetzt ist ja nur noch 10% Meldeversäumnisse. Gibt es noch 30% bei Mitwirkungspflichten, die verletzt wurden? Also wie schaut es da im Detail aus, jenseits jetzt, wie die Pandemie tatsächlich gewirkt hat? Na, die gegenwärtige Rechtslage ist so aus § 31 und 32 Meldeversäumnis und Pflichtversäumnis und beides wird angewandt. Also insbesondere Meldeversäumnisse fallen weniger an. Das waren ja immer die, die die Menge ausgemacht haben, weil es weniger Vorsprachen gibt, weil wir geschlossen hatten oder nur per Telefon und Videokommunikation kommuniziert haben. Aber ansonsten hat sich an der gängigen Praxis nichts geändert. Darum hat sich auch in unserer Sichtweise auf die beiden Paragraphen ehrlicherweise gar nichts geändert. Wir haben vorher sozusagen Sanktionen nicht als Geschäftsmodell gehabt, denn die 3% und 8% sind nun wirklich geringe Zahlen. In Wahrheit ist das Jobcenter in den letzten Jahren, glaube ich, zu einer Beratungsorganisation umgebaut worden, bei der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht so wenig interessiert wie eine Sanktion. Interessant ist das persönliche Verhältnis zum Ratsuchenden und zum Hilfebedürftigen. Also man sucht gemeinsam eine Kindertagesstelle, wenn man das nicht alleine kann. Man verhandelt mit dem Arbeitgeber über Beginnzeiten, damit man eine Arbeit auch aufnehmen kann, wenn zum Beispiel die Kita erst später beginnt. Also in Wahrheit dreht es sich um ganz andere Dinge in der täglichen Praxis des Jobcenters, denn gerade die, die sozusagen sanktionsgefährdet sind, denen geht es häufig sozial relativ schlecht. Und die brauchen enorme Hilfen, um sozusagen das Tempo
die Verfahrensweisen bei Bewerbungen, bei Behördengängen sozusagen hinzubekommen. Und wir gehen da mit. Wir gehen mit, wir treffen uns außerhalb des Jobcenters, in Jobcafés und so weiter, um sozusagen eine andere Atmosphäre zu schaffen. Also Herr Schiele, Entschuldigung, wir haben nur begrenzte Zeit. Okay, wenn Sie gestatten würden, würde ich doch noch mal nachfragen wollen. Also, dass das nicht Ihr Geschäftsmodell ist, ist ja nachvollziehbar und auch richtig so. Aber ungeachtet dessen haben Sie doch weiterhin Sanktionen, die nicht nur begrenzt sind auf Meldeversäumnisse in Ihrem täglichen Tun. Und da wollte ich Sie fragen, wie diese jetzt derzeit ausgestaltet sind. Also, wir wenden Sie an, wenn jemand zu einer Förderung, zu einer FBW-Maßnahme zugewiesen wird oder eine Trainingsmaßnahme und er sie unbegründet nach Anhörung nicht aufnimmt, wird sanktioniert. Das Gleiche gilt bei einem Meldeversäumnis, wenn nach Anhörung kein wichtiger Grund. Nur bis zu 10%? Bis zu 10 und auch bis zu 30. Bis zu 30%. Okay. Genau. Ja, vielen Dank. Das war meine Frage, die ich wissen wollte, Herr Professor Thüsing. Wenn Sie sich den Gesetzesentwurf... Ist das die nächste Frage? Wenn es die nächste Frage wäre, Herr Kollege Stracke, bitte, ja. Genau, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bin ganz in Fahrt, bitte um Nachsicht. Herr Professor Thüsing, wenn Sie den Gesetzesentwurf sich anschauen und auch die Sanktionspraxis jetzt hören von Seiten der BA, wie bewerten Sie zum einen den vorliegenden Gesetzesentwurf und welche Möglichkeiten bestünden denn dann noch vor dem Hintergrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils im Rahmen dieser Sanktionspraxis weiteres zu tun? Herr Professor Thüsing, bitte. Ganz herzlichen Dank für die Frage. Herr Strack hatte versäumt, noch einmal um die Frage zu bitten, weil im Grunde bin ich nur die Fußnote zu dem, was die Bundesagentur für Arbeit gesagt hat. Zwischen uns passt heute kein Blatt Papier. Es ist aus juristischer Perspektive, nur die habe ich zu beurteilen, nicht erklärbar, warum Sie das machen. Und Sie sagen es selber in der Begründung des Gesetzesentwurfs. Sie nehmen zwar Bezug auf das Bundesverfassungsgericht und die Entscheidung vom 5. November 2019, sagen aber gleichzeitig, bis zu dem Krafttreten einer gesetzlichen Neuregelung hat das Bundesverfassungsgericht Übergangsregelungen angeordnet, die bundesweit in den Jobcentern Anwendung finden. Das heißt, wir haben einen verfassungskonformen Zustand. Jeder Schritt, der weitergeht, geht darüber hinaus und er kann sich nicht auf das Bundesverfassungsgericht berufen, sondern er kann sich auch nicht auf das Sozialrecht berufen, denn der Paragraph 21a ist ja keine beliebige Norm, 31a ist keine beliebige Norm, die verzichtbar wäre, auf die man gerne auch mal nicht Anwendung findet, sondern es ist ein grundlegender Ausdruck, dass aus einer Pflicht eine Pflicht wird. In dem Moment, wo eine Sanktion unterbleibt, ist eine Mitwirkungspflicht keine Pflicht, sondern eine freundliche Bitte, eine unverbindliche Aufforderung und eine vielleicht unbegründete Hoffnung auf Mitwirkung. Das entscheiden Sie, wenn Sie tatsächlich, wenn auch nur temporär, die Sanktionen aussetzen. Dazu besteht keine verfassungsrechtliche Pflicht. Ganz im Gegenteil, Sie greifen tief, tief, tief in den Grundsatz des Fordern und Förderns ein, ändern den Charakter der Mitwirkungspflichten in unverbindliche Empfehlungen. Das hat das Bundesverfassungsgericht nicht gesagt. Und wenn Sie das Bundesverfassungsgericht, das ist eine sehr lange Entscheidung, die nicht jeder von Ihnen gelesen haben mag, aber wenn Sie sich sozusagen für den eiligen Leser das Wichtigste raussuchen würden, empfehle ich Ihnen Randnummer 182 und Randnummer 213. Da steht nämlich einmal, dass die 30% Kürzung sehr wohl grundsätzlich dem Verfassungsrecht entsprechen. Es muss nur eine Einzelfallprüfung erfolgen, die momentan erfolgt. Und zum Zweiten, dass selbstverständlich die Sanktionsregelungen legitimen, anerkannten, verfassungsrechtlich verankerten Prinzipien und Zielen folgt. Und wer auf die jetzt auch nur temporär verzichtet, der liegt in der Darlegungslast. Wieso? Ganz kurz zum Schluss. Es ist ja die Frage, Sie schreiben rein in der Begründung, das ist eine Regel, die das Bürgergeld vorbereitet. Ich bin neugierig, aber vielleicht werde ich ja trotzdem noch mal als Sachverständiger eingeladen, dann auch in der nächsten Runde. Ich bin neugierig, wie Sie beim Bürgergeld dann auf einmal die Sanktionsregelung wieder hochdrehen wollen, nachdem Sie einmal temporär gesagt haben, das verzichten wir ganz. Aber vielleicht bin ich da auch zu fantasielos. Wir werden sehen. Das interessiert uns auch, Herr. Vielen Dank für die Beantwortung dieser Fragerunde, die eine Minute länger war und wir die in der nächsten Runde abziehen. Die nächste Fragerunde ist Bündnis 90 Die Grünen. Frau Müller-Gemmelke, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Dr. Rock vom Paritätischen Gesamtverband. Zum einen wird mich interessieren, wie Sie das Sanktionsmoratorium bewerten. Und zum anderen schreiben Sie in Ihrer Stellungnahme, dass Sanktionen im Arbeitslosengeld II lediglich unter dem Aspekt bewertet wird, ob Menschen danach eine Arbeit aufnehmen.
in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung seien nicht intendierte Effekte sowie soziale Kosten jedoch unterbelichtet. Es wäre nett, wenn Sie uns das ein bisschen ausführen und erläutern würden. Herr Dr. Rock, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Die Sanktionen sind wahrscheinlich der Bereich, in dem am zahlreichsten und wahrscheinlich auch am weitreichendsten in die Rechte von Betroffenen eingegriffen worden. Und deshalb kann man dieses Sanktionsmoratorium in seiner Bedeutung jetzt, glaube ich, nicht überschätzen. Wenn man tatsächlich ein Bürgergeld als etwas qualitativ anderes einführen will, dann muss man ein klares Signal an die Betroffenen senden, dass es nicht nur ein Hartz V wird, sondern dass wir wirklich etwas Neues brauchen. Und da ist dieses Moratorium ein ganz wichtiges Zeichen, weil es gibt die Chance, das misanthropische Menschenbild von Hartz IV tatsächlich überwinden zu helfen. Und das begrüßen wir als Paritätischer Wohlfahrtsverband ganz außerordentlich. Menschen haben zum Teil Angst bekommen vor sozialstaatlichen Institutionen, die zu ihrer Unterstützung eigentlich gemacht sind. Und das muss sich ändern. Da müssen die Betroffenen wieder in den Mittelpunkt gestellt werden. Und was die 30% angeht, die mitvereinbart wurden, da kann ich nur sagen, wir haben jetzt die Chance, in dem einen Jahr mal zu schauen, ob der Sozialstaat denn tatsächlich untergeht oder welche Wirkungen das Ganze erzielt. Und ich würde mich doch nicht vorschnell darauf festlegen, dann wieder 30% Sanktionen einzuführen, ohne mir den Luxus zu gönnen, das jetzt mal ausführlich auch im Sinne der Betroffenen zu untersuchen. Und der andere Punkt ist, dass Sanktionen wahrscheinlich nie so schwer auf die Betroffenen gewirkt haben, wie jetzt gerade in dieser Zeit mit steigenden Lebenshaltungskosten, die damit verbunden sind, mit hohen Abschlägen für Strom, wo ja auch aus den Jobcentern heraus Landesarbeitsgemeinschaft der Jobcenter NRW gewarnt wurde. Und da sind auch schon 10% Sanktionen für die Betroffenen ausgesprochen schwerwiegend. Und wir sehen auch anhand der Nicht-Inanspruchnahmequote von Grundsicherungsleistungen, dass Menschen eigentlich viel stärker ermutigt werden sollten und dazu bewegt werden sollten, tatsächlich Unterstützung bei den Jobcentern zu suchen. Auch da hilft dieses Moratorium. Danke, Dr. Rock. Und Beate Müller-Gemmeke, bitte. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht erneut an Dr. Rock. Was kritisiert der Paritätische Gesamtverband an der bisherigen Sanktionspraxis besonders? Welche Lehren ziehen Sie aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, die bei der Bürgergeldreform berücksichtigt werden sollten? Und welche milderen und möglicherweise auch effektivere Mittel als eine Kürzung des Existenzminimums schlagen Sie vor, um Leistungsbeziehende zur Mitwirkung zu motivieren? Herr Dr. Rock, bitte. Vielen Dank auch für diese Frage. Die gesammelten Stellungnahmen zu der heutigen Anhörung haben ja sehr eindrücklich gezeigt, dass wir eine bestenfalls widersprüchliche Situation haben, was empirische Untersuchungen zu den Wirkungen der Sanktionen angeht. Und dass wir uns da in großen Teilen bei vielen Fragen in einem empirischen Niemandsland bewegen. Und ich glaube, aus diesem Grund ist es ganz wichtig, dass man versucht, da diese Untersuchungen nachzuholen. Und was häufig als Argument eingeführt wird, dass einzelne Sachbearbeitende oder Gruppen von Sachbearbeitenden diese Sanktionen als in hohem Maße notwendig ansehen, finde ich einen Punkt, den man beachten muss. Aber als Begründung für eine so weitreichende Entscheidung in elementare Rechte von Betroffenen kann eine solche anekdotische Evidenz nicht ausreichen. Da brauchen wir viel mehr an Untersuchungen. Das ist ein Nachholbedarf, der aus Sicht unseres Verbandes besteht. Es ist in der Praxis so, dass die Betroffenen häufig gerade bei Meldeversäumen dann belegen müssen, dass sie einen wichtigen Grund hatten. Dass die Betroffenen das jeweils selbst nachweisen müssen, führt aus unserer Sicht zu einer Umkehr der Beweislast, die nicht angezeigt ist, gerade wenn wir an die Kreise der Betroffenen denken, häufig Menschen mit psychischen Erkrankungen, die auch selbst keine Einsicht in mögliche Erkrankungen haben und wo aus dem Grund natürlich auch keine Krankheiten dann aktenkundig sind. Wir wünschen uns, dass da noch viel stärker auf die Belange der Betroffenen eingegangen wird, dass, wenn es zu solchen Mehrfachsanktionen kommen sollte, tatsächlich auch in jedem Einzelfall geschaut wird, wie sieht denn die Lage bei den Betroffenen aus. Und wir wünschen uns gerade vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, dass man
wirklich in jedem einzelnen Fall schaut, ist ein so starker Eingriff nötig. Am Ende seiner Stellungnahme hat der Professor Thüsing einen sehr pathetischen Schlusssatz: Wenn es nicht nötig ist, etwas, ein Gesetz zu machen, dann soll man keines machen. Ich würde sagen, das gilt dann zumal auch für die Sanktionen. Und da müssen wir hin zurückkommen. Und es gibt viele, viele mildere Mittel, die tatsächlich taugen. Wir können die Beratung tatsächlich vor Ort in soziale Einrichtungen verlegen. Wir können den Betroffenen die Möglichkeit geben, ihren Sachbearbeiter dann tatsächlich auch zu wechseln. Wir können das Beratungsangebot, wie Herr Schädel es in wunderbarer Weise schon geschildert hat, noch weiter ausbauen, beispielsweise Beratung in der Wohnungssuche. Da gibt es wirklich eine Menge Initiativen, die man noch drauflegen könnte, um den Betroffenen zu zeigen, dass sie beim Jobcenter auch tatsächlich Unterstützung finden. Und das wäre die Art von Paradigmenwechsel, die wir in dieser Situation mit einem Bürgergeld tatsächlich brauchen. Vielen Dank. War eine Punktlandung. Wir kommen zur Fragerunde der AfD. Herr Schneider, bitte. Danke, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Herrn Scheele von der Bundesagentur für Arbeit. Welche Erfahrungen haben die Vermittler während der Corona-Zeit mit den damals ausgesetzten Sanktionen gemacht? Gab es dort Auswirkungen auf die Vermittlungsquoten und auch auf die Eigenbemühungen der Kunden? Herr Scheele, bitte. Natürlich hat es in der Pandemiezeit Auswirkungen auf die Vermittlungsquoten gegeben. Was die Ursache war, lässt sich, glaube ich, relativ schwer kausal feststellen. Aber wenn es keine Vorsprachen gibt, also wenn das persönliche Gespräch unterbleiben muss, gerade mit diesem Personenkreis, dann sinkt auch die Eingliederungsquote. Und das persönliche Gespräch ist nun mal das A und O der Auseinandersetzung, wenn es um die Vermittlung von benachteiligten Personenkreisen geht. Danke, Herr Scheele. Herr Schneider, bitte. Auch meine zweite Frage geht an Herrn Scheele. Im Kreis Jobcenter Recklinghausen gab es eine Umfrage unter den Mitarbeitern. Und da haben sich wohl 87% ausgesprochen dafür, die Sanktionen tatsächlich wieder zu übernehmen. Und sie haben sich ausgesprochen gegen eine Beibehaltung dieses Sanktionswegfalls. Ist das jetzt eine Besonderheit im Ruhrgebiet Nord? Oder sehen Sie dort grundsätzlich, dass dieses neue Gesetz vielleicht ein Stück weit auch an der Realität der Jobcenter-Mitarbeiter vorbeigeht? Herr Scheele, bitte. Also wir haben einen Arbeitskreis der 10 größten Geschäftsführer der Jobcenter. Da ist die Haltung unisono, das muss so bleiben, wie es ist. Also ich kenne das aus Recklinghausen jetzt nicht, aber wenn ich nicht den Kollegenkreis sehe, mit dem wir regelmäßig reden, per Chat oder live, dann ist es so, dass immer gesagt wird, Sanktionen ist denn das Ultima Ratio. Wir setzen es nicht ein als Geschäftsmodell, aber auf sie können wir nicht verzichten. Ob das jetzt in Recklinghausen so ist, also ich habe, glaube ich, einen relativ repräsentativen Einblick in die Jobcenter vor Ort. Und das scheint mir unisono zu sein, dass alle mit dem Verfassungsgerichtsurteil und auch mit der Weisungslage, die es zurzeit gibt, seit der Nacht nach dem Urteil einverstanden sind. Mir sind Konflikte um die gegenwärtige Weisungslage nicht bekannt. Herr Schneider, bitte. Meine nächste Frage geht an Herrn Professor Dr. Thüsing. In Ihrer Stellungnahme führen Sie sehr plakativ aus, ein Gesetz, dessen es nicht bedarf, das darf es nicht geben. Sie führen auch an, dass es keine verfassungsrechtliche Notwendigkeit für ein Sanktionsmoratorium gibt. Können Sie diese Aussage kurz erläutern, bitte? Herr Professor Thüsing, bitte. Sehr gerne. Ich scheine ja einen glücklichen Satz gewählt zu haben, wenn er so oft zitiert wird. Ich bestehe, aber es ist geklaut. Ehe mir irgendein Plagiatjäger auf die Schliche kommt, das ist vom Baron de la Montesquieu, der das allerdings im Französischen, das wäre mir nicht möglich, formuliert hat. Die Regelungen, die wir jetzt haben, sind, und das bestreitet auch der Gesetzentwurf, nicht verfassungsrechtlich geboten. Der, der sich dieses Regelungsentwurf zu eigen macht, handelt nicht aufgrund verfassungsrechtlicher Notwendigkeit, sondern aus eigenem Triebe. Und ich darf noch mal in Erinnerung rufen, natürlich ist es unpopulär, wenn man sich gegen ein solches Sanktionsmoratorium damit für Sanktionen ausspricht. Ich hatte heute Morgen die Gelegenheit, auf dem Flug Die junge Welt zu lesen, eine Zeitung, die ich normalerweise nicht lese, aber ein sehr freundlicher linker Abgeordneter hat sie mir zur Verfügung gestellt. Und da wurde über die Bundestagsdebatte von letzter Woche gesprochen und Jana Schimpke so als der sozialrechtliche Ausgeburt der Hölle ungefähr beschrieben. Das ist verlangt Mut, was dagegen zu sagen, aber ich kann mich auf meine Position als Jurist dagegen zurückziehen. Und in dem Moment, wo Sie die Sanktionen abschaffen, schaffen Sie die Pflicht ab.
Eine Pflicht ohne Sanktion ist keine Pflicht. Und wenn Sie sich die Begründung durchlesen, warum die Mitwirkungspflichten damals geschaffen wurden, dann war es das Weltbild und das gesetzgeberische Bild eines mündigen Bürgers, der für seine eigenen Taten verantwortlich ist, für sein Unterlassen der Mitwirkung verantwortlich ist. Weil man ihn ernst nimmt, kommt es zu diesen Sanktionen. Das darf nicht ungesehen passieren. Es ist gut, wenn das im Verhältnismäßigkeitsgebot des Bundesverfassungsgerichts hier genau beachtet wird. Aber dann das Kind mit dem Bade auszufallen und zu sagen, ob du da mitwirkst oder nicht, das soll uns allemal egal ist, ist auch eine Frage, die man dem beantworten muss, der vielleicht auch mit gewisser Überwindung tatsächlich diesen Pflichten nachkommt. Und die Pflicht ist oder die Sanktion ist vielleicht gar nicht so wichtig wie die Möglichkeit der Andrehung der Sanktion. Das ist ja, es ist ja, wie die Strafe schon nicht wichtig ist, sondern die Möglichkeit der Strafe Verhaltenssteuerung ausüben soll. Insofern ist nicht die Frage, wie oft werden Sanktionen verhängt, sondern dass die Möglichkeit als Ultima Ratio, Herr Scheele hat es schon gesagt, abgeschafft wird. Es wurde eben von Zeichen gesprochen. Ich glaube nicht, dass Gesetze dafür da sind, Zeichen zu sein. Das mag man Mahnwachen einrichten oder vielleicht eine Kerze anzünden. Da macht man keine Gesetze zu. Aber wenn es ein Zeichen ist, was von diesem Gesetz ausgeht, dann ist es das Zeichen, ob du da mitwirkst oder nicht, das ist egal. Deine Verweigerung hat keine Sanktionswirkung. Und das Zeichen, das sollte man sich überlegen. Herr Schneider, bitte. Ja, ich beeile mich an Herrn Dr. Wolf von der IAB. Inwiefern weicht der Gesetzentwurf jetzt eigentlich von dem Sanktionsurteil oder den Forderungen des Sanktionsurteils des Bundesverfassungsgerichtes aus 2019 ab? Herr Dr. Wolf. Ich bin jetzt kein Jurist, aber ich war jetzt mindestens bei dem Urteil, bei der Urteilsverkündung dabei und würde natürlich sagen, das ist schon im Rahmen dessen, was möglich ist, das ist richtig. Aber im Rahmen dessen, was erlaubt ist und möglich ist, wären natürlich auch die Regelungen, die jetzt derzeit umgesetzt worden sind, die ja auch schon ein Zwischenschritt sind, die seit Ende 2019 gelten, bis hin zu einer grundlegenden gesetzlichen Neuregelung. Vielen Dank, Herr Dr. Wolf. Auch eine Punktlandung. Wir kommen zur nächsten Fragerunde, die der FDP und da Herr Kronenberg, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die erste Frage geht an das IW Köln, Herrn Schäfer. Herr Schäfer, das Moratorium ist befristet auf 12 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes. Danach planen wir eine grundlegende Neuregelung der Sanktionen. Welche Vorstellungen hat Ihr Institut bezüglich der geplanten Neuregelung? Herr Schäfer, bitte. Vielen Dank für die Frage. Wir haben ja eine relativ umfangreiche arbeitsmarktökonomische Wirkungsforschung über die Sanktionen, international, aber auch für Deutschland. Und da gibt es kein empirisches Niemandsland und es gibt auch keine widersprüchlichen Befunde, sondern der Befund ist sehr eindeutig. Sanktionen wirken mindestens in der kurzen Frist förderlich auf die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Und wenn ich das abschaffen würde, dann würde ich diese positive Wirkung verlieren. Und es würde weniger Übergänge von Arbeitslosigkeit in Beschäftigung, in den Arbeitsmarkt geben. Das ist die Folge, mit der ich mich auseinandersetzen muss. Und weil wir das für kein besonders erstrebenswertes Ziel halten, ist unsere Vorstellung, dass wir die Sanktionen beibehalten, mindestens in der Form, wie sie verfassungsrechtlich ja auch bestätigt jetzt gegenwärtig von den Jobcentern angewendet werden. Mit einer Ausnahme noch dazu. Wir haben ja im Moment die Maximalsanktion von 30%. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil erlaubt es aber durchaus in Fällen, wo eine Totalverweigerung seitens der Hilfebedürftigen vorliegt, auch eine Totalsanktion zu verhängen, weil es hier an dem grundlegenden Merkmal der Hilfebedürftigkeit mangelt. Wir würden meinen, dass wir diese Möglichkeit der Totalsanktionierung bei einer ebenso totalen Verweigerung durchaus auch weiterhin durchsetzen sollten. Vielen Dank, Herr Schäfer. Herr Kronenberg. Ja, zweite Frage geht auch an Herrn Schäfer. Der überwiegende Teil der Leistungsempfänger befürwortet wohl Sanktionen im SGB II. Dazu gibt es Studien. Wie erklären Sie sich diesen Fürspruch? Schäfer.
Herr Schäfer. Ja, das ist, danke. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, weil der überwiegende Teil der Leistungsempfänger hält sich ja an die Regeln. Die wollen ja gar nicht irgendwelche Verweigerungen machen, sondern die sind ja in der Regel froh, auch mit dem Jobcenter entsprechend zusammenarbeiten zu können und Förderung zu erhalten. Insofern sind auch die Leistungsempfänger in der Regel daran interessiert, dass sich eben alle an die entsprechenden Regelungen halten. Und deswegen sind sie auch dafür, dass diejenigen, die sich eben nicht daran halten und letztendlich möglicherweise auch zu einer Stigmatisierung derer führen, die sich an die Regeln halten, dann entsprechend eine Sanktion erwarten müssen. Vielen Dank, Herr Kronenberg. Ja, ich würde gerne bei dem Thema bleiben, das IAB vielleicht auch noch mal fragen. Sie haben ebenfalls dargelegt, dass nur wenige Leistungsempfänger ein Aussetzen der Sanktionen befürworten. Wie ordnet das IAB diese Zustimmung ein? Die Frage, die ich da anspreche, ist ja eine, wo die Frage gestellt wurde, dass alle machen würden, was sie wollen in den Jobcentern, wenn eben diese Sanktionen nicht da sind. Und 70% der befragten Sanktionierten in der Befragung in Nordrhein-Westfalen haben zugestimmt, dass das richtig ist. Das ist ein Hinweis darauf, dass den Personen durchaus klar ist, dass die Arbeit in der Jobcenter reibungslos, die Beratungsarbeit nur ablaufen kann, wenn natürlich auch die Mitwirkung möglich ist. Also insofern ist es natürlich ein Hinweis darauf, dass die Sanktionsmöglichkeit auch eine Mitwirkung bei denjenigen, die eben nicht ohne Sanktionen mitwirken würden, bewirken kann. Und letztlich ist es damit natürlich auch ein Hinweis auf sogenannte Ex-ante-Effekte, dass eben auch ohne Sanktionierung die Sanktionen schon einen Beitrag zu arbeitsmarktpolitischen Zielen auch haben können. Vielen Dank, Herr Dr. Wolf. Herr Kronenberg. Ja, nächste Frage geht wieder an das IW Köln, Herrn Schäfer. Das Moratorium sieht weiterhin Sanktionen vor. Wie bewerten Sie das? Die Wirkung von Sanktionen im Allgemeinen? Die Wirkung der Sanktionen ist sehr eindeutig. Sie haben eine für die Integration, Wiederintegration in Arbeit eine förderliche Wirkung, mindestens in der kurzen Frist. Es gibt darüber hinaus sicherlich auch möglicherweise Nebenwirkungen, die aber die Sinnhaftigkeit der Sanktionen als solche nicht in Frage stellen. Insofern ist die Regelung, die jetzt seitens der Bundesregierung vorgeschlagen wird, sicherlich nicht hilfreich. Die einzige Sanktionsmöglichkeit, die übrig bleibt, ist ja die einmalige Sanktionierung eines Meldeversäumnisses in Höhe von 10% des Regelsatzes. Der liegt bei ungefähr 400 Euro im Moment. Das heißt, selbst jemand, der sich komplett verweigert und jeglicher Mitarbeit mit dem Jobcenter ablehnt und möglicherweise auch gar nicht mehr zu Terminen kommt, der kann maximal mit 40 Euro roundabout an Sanktionen belegt werden bei einer Gesamtleistung eines Alleinstehenden inklusive Kosten der Unterkunft von rund 1.000 Euro. Das heißt, die Höhe der Sanktionierung ist schon dann sehr gering bis eigentlich gar nicht mehr gegeben, sodass im Grunde genommen da Herrn Thüsings These zuzustimmen ist, dass das eine faktische Abschaffung der Pflicht ist. Vielen Dank. 12 Sekunden Gutschrift, Kollege Kronenberg, für die nächste Runde. Ich freue mich auf die zweite Runde. Danke. Dann gehen wir in die nächste Fragerunde. Das ist die der Partei Die Linke und da Jessica Tatti, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Michael David von der Diakonie Deutschland. Es wird ja oft argumentiert, und wir haben das auch hier heute gehört, dass Sanktionen zwar für die Mehrheit der Menschen, die im Hartz-IV-Bezug sind, überflüssig sind, aber dass es da eben so eine kleine, arbeitsunwillige, sich verweigernde Minderheit gibt, für die Sanktionen nötig seien. Wie bewerten Sie dieses Argument einfach aus Ihrer Erfahrung in der Diakonie, und treffen Sanktionen arbeitsunwillige Menschen? Herr David, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben umfassend Rückmeldungen aus der Sanktionspraxis eingeholt von unseren Beratungsstellen zu der Zeit, wo die Sanktionen noch in voller Blüte standen. Wir können sagen, dass sich zeigt, dass ein übergroßer Teil der Sanktionen Menschen trifft, die einfach ein sehr, sehr großes Problem haben, mit den Behörden klarzukommen, die nicht in der Lage sind, sich
so zu verhalten, wie es erwartet wird, die psychische Probleme haben, die Ängste haben, die zu den 7 Millionen funktionalen Analphabetinnen und Analphabeten in Deutschland gehören oder andere Probleme mit der Sprache haben oder überhaupt Behördensprache nicht gut verstehen. Diese Leute treffen Sanktionen, besonders hart für Leute auch, die psychische Probleme haben, weil das oft sehr schwer ist, das zu belegen, dass psychische Probleme vorliegen und das auch gegenüber der BA nicht gut nachgewiesen werden kann. Vielen Dank, Herr David. Frau Tatti. Meine nächste Frage geht auch an Michael David von der Diakonie Deutschland. Welche Folgen haben denn Sanktionen für die Betroffenen ganz konkret? Und haben Sie da auch aktuelle Erfahrungen gemacht, gerade nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in dem das Ausmaß von Sanktionen ja auch begrenzt wurde? Da würde ich mich freuen, wenn Sie insbesondere auf die Situation von Familien eingehen könnten. Herr David. Ja, Familien bilden ja eine Bedarfsgemeinschaft. Das heißt, wenn eine Sanktion verhängt wird, betrifft das im Endeffekt die ganze Familie. Es macht ja niemand ein Vorhängeschloss an den Kühlschrank und sagt zur Tochter, du bist sanktioniert worden, du kriegst jetzt keinen Käse mehr. Das heißt, alle leiden unter der Sanktion. Wenn man dann noch in Anschlag nimmt, dass ja die Regelsätze viel, viel zu niedrig sind. Wir haben vor einigen Jahren schon ein Gutachten gehabt, da lag die Lücke bei 180 Euro. Sie ist mittlerweile auf über 220 Euro angewachsen. Sehen wir, dass da auch gar kein Spielraum ist. Und das ist für die Familien sehr, sehr existenziell. Ein Fünftel der Haushalte ist auch darauf angewiesen, aus dem Regelsatz auf die Wohnkosten zuzuzahlen, weil sie es nicht geschafft haben, als angemessen geltenden Wohnraum zu kriegen. Und da sind natürlich auch Sanktionen von 30%, sehr hart spürbar übrigens auch Sanktionen von 10%. Frau Tatti. Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Martin Künkler vom DGB. Sie hatten es vorher schon ganz kurz angeschnitten. Ich würde gerne grundsätzlich noch mal fragen, ob aus der Sicht des DGB sich der Effekt der Sanktionsregeln nur auf die Sicht der sanktionierten Personen auswirkt oder bestehen da noch weitere Wirkungen am Arbeitsmarkt auf andere Personenkreise? Und wie bewerten Sie diese Wirkungen? Herr Künkler, bitte. Ja, danke für die Frage. Ich hatte das schon so ein bisschen angedeutet. Wir sehen Sanktionen auch deshalb für sehr problematisch, weil die Machtasymmetrie auf dem Arbeitsmarkt verschoben wird. Verschoben wird zulasten der Arbeitnehmer und zugunsten der Arbeitgeber. Einfach deshalb, weil Arbeitssuchende, die wissen, bei Arbeitsablehnung droht mir eine heftige drakonische Strafe, die können im Vorstellungsgespräch nicht frei und souverän und selbstbewusst auftreten, um höhere oder bessere Arbeitsbedingungen und Lohnbedingungen kämpfen. Insofern gibt es eine indirekte Wirkung auf den gesamten Arbeitsmarkt. Man muss ja auch die Sanktionen im Zusammenhang sehen mit der Zumutbarkeitsregeln. Da gilt ja im Moment, jede Arbeit ist zumutbar. Auch das wirkt in einer gewissen Weise als Prekarisierungsmotor. Deshalb wäre auch unser Plädoyer beim Bürgergeld, wenn eine Neugestaltung der Sanktionen eh ansteht, auch das Thema Zumutbarkeitsregeln mitzudiskutieren und hier zu einer Orientierung am Leitbild guter Arbeit zu kommen. Frau Tatti, bitte. Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an den Vertreter der Bundesagentur für Arbeit, an Herrn Scheele. Herr Scheele, schön, dass Sie heute bei uns sind. In der ersten Lesung des Bundestages zu diesem Gesetz gab es auch einige erregte Diskussionen über den Paragraph 31b Absatz 1 Satz 5, in dem ja auch geschrieben steht, dass Sanktionen spätestens 6 Monate, nachdem die Pflichtverletzung erfolgte, dann auch sanktioniert werden müssen. Dieser Paragraph ist in der jetzigen Gesetzesfassung nicht außer Kraft gesetzt, weshalb man auch, wie Herr Künkler gesagt hat, davon ausgehen könnte, dass da nachsanktioniert werden kann. Und mich würde interessieren, ob die BA da eine Weisung zu dieser Problematik plant und wie diese aussehen könnte. Und wie würde die sich dann konkret verhalten zu dem benannten Paragraphen? Da wäre ich Ihnen dankbar für eine Äußerung. Herr Scheele, bitte. Also wie die Weisung aussehen würde, kann ich Ihnen heute nicht sagen. Aber natürlich hat alles das, was mangelnde Klarheit schafft, sozusagen muss man sich angucken. Also was sozusagen im Dialog zwischen Hilfeempfänger und Berater zu mangelnder Klarheit führt, muss man sich angucken. Und dazu gehört auch diese rückwirkende Situation. Ob man daran was tut, ja oder nein, und wie eine Weisung aussieht, muss man sich angucken. Aber es ist etwas, was im Beratungsgespräch nicht immer sofort verständlich ist. Insofern würden wir da mal reingucken. Ja, aber ich kann Ihnen heute nicht sagen, wie. Vielen Dank.
Damit sind wir auch am Ende dieser Fragerunde und kommen zur nächsten. Das ist die der SPD. Frau Klose, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht an die Caritas. Und ich möchte anknüpfen an die Fragestellung, die eben schon die Kollegin von der Linken an die Diakonie gestellt hatte. Und zwar geht es wieder um das Thema natürlich Sanktionen. Die Caritas arbeitet aber eben auch als Träger in verschiedenen Projekten und Beratungsstellen mit GrundsicherungsempfängerInnen. Und die Koalition hat im Koalitionsvertrag eben festgelegt, dass zukünftig die aufsuchende Sozialarbeit als Regelinstrument im SGB II zu implementieren ist, das nach unserer Vorstellung auch vor einer Sanktion in Kraft treten kann. Wie bewerten Sie die Wirkung der aufsuchenden Sozialarbeit basierend auf Ihren Erfahrungen? Und was ist bei der Implementierung dieses Instruments besonders zu beachten? Frau Dr. Fix, bitte. Handelt es sich um Personen, die psychische Erkrankungen haben oder die sehr komplexe Problemsituationen haben. Und gerade in diesen Fällen kann es sinnvoll sein, aufsuchende Sozialarbeit zu machen. Die ist grundsätzlich heute als Instrument schon möglich. Und Herr Scheele hat ja auch gesagt, dass da die BA in Teilen unterwegs ist, auch in die Sozialräume reinzugehen. Aus unserer Sicht ist aber die aufsuchende Sozialarbeit sehr voraussetzungsreich und deswegen wäre es schon sinnvoll, da auch über eine Regelung nachzudenken, die diese Voraussetzung präzisiert. Die funktioniert aus unserer Sicht nur, wenn sie auf der Freiwilligkeit beruht. Das bedeutet also, ein Jobcenter kann ein Angebot machen für eine aufsuchende Sozialarbeit zu Hause oder eben irgendwo im Kiez. Es darf aber nicht dazu führen, dass, wenn dieser Aufforderung nicht nachgekommen wird, dann zum Mittel der Sanktion gegriffen werden muss. Aus unserer Sicht ist es auch sehr wichtig, diese aufsuchende Sozialarbeit stark in ein Teilhabevereinbarungskonzept mit einzubetten, das seinen Namen wirklich verdient. Also heißt ein Teilhabekonzept, in dem nicht seitens des Jobcenters Dinge aufgeschrieben werden, die man dann unterzeichnen muss. Und wenn man sie nicht unterzeichnet, dann eben der Verwaltungsakt droht, sondern dass es eben auch wirklich eine Vereinbarung ist, die auf Augenhöhe passiert. Zu dieser Vereinbarung auf Augenhöhe zählt für mich auch, dass man über Termine zum Beispiel spricht, dass man die Termine vereinbart, wie das bei anderen Ämtern auch der Fall ist und nicht einfach nur Termine setzt und wenn die eben nicht eingehalten werden, auch nicht eingehalten werden können und dann vielleicht das Jobcenter nicht erreichbar ist, die Sanktion erfolgt. Sie können die aufsuchende Sozialarbeit sowohl durch das Jobcenter als auch durch freie Träger gemacht werden. Aber unsere Erfahrung zeigt, wenn das die freien Träger machen, braucht es ausreichend personelle und ausreichend finanzielle Ressourcen. Es braucht vor allem einen langen Atem für die Stabilisierung dieser Personen in den komplexen Lebenssituationen. Und es braucht Zeit. Und Zeit ist, glaube ich, gerade ein wichtiges Thema, auch jetzt in der Phase nach der Pandemie oder in der Pandemie, je nachdem, wie das Einzelne bewerten mag. Viele Menschen sind es einfach auch nicht mehr gewohnt, Kontakte zu halten, mit Menschen und anderen in Kontakt zu kommen. Und hier braucht es einfach Zeit, aufeinander zu gehen und miteinander arbeiten, damit es da zu einer guten Lösung kommt. Und ich bin sehr froh, dass die Ampelkoalition im Koalitionsvertrag sowohl das Thema Teilhabevereinbarung ausruft, als auch die Instrumente stärken will und auch die Weiterbildung stärken will, denn alles gehört zusammen, dass man wirklich für eine gute, passgenaue Lösung für die Menschen kommt. Vielen Dank, Frau Dr. Fix. Und die nächste Frage kommt von Martin Rosen. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will zunächst mal darauf hinweisen, dass wir ja mit diesem Gesetz eine Übergangsregelung schaffen wollen, die dann abgelöst werden soll durch eine neue Regelung zu den Mitwirkungspflichten, eingebettet in eine große Gesamtreform des SGB II, die wir mit der Überschrift Bürgergeld überschrieben haben. Und entsprechend will ich auch meine Frage an Herrn Scheele von der Bundesagentur richten. Herr Scheele, Sie haben ja bereits gesagt, dass Sie eine Reform der Sanktionsregelungen grundsätzlich begrüßen, die wir eben auch mit dem Bürgergeld schaffen wollen. Was sind aber daneben die aus Ihrer Sicht drängendsten Baustellen im SGB II und wie bewerten Sie die von der Regierungskoalition geplanten Änderungen durch das Bürgergeld? Herr Scheele, bitte. Also da kann ich nur sagen, dass ich das, was dann ab Sommer im parlamentarischen Verfahren in Gang gesetzt werden soll, soweit man es jetzt aus dem Koalitionsvertrag entnehmen kann, und das, was man in Gesprächen hört, ich rundum gut finde.
denn es wird mit vielen Sachen aufgeräumt, die bisher hinderlich waren. Dazu gehörte insbesondere der Vermittlungsvorrang. Dazu gehörte das Nichtvorhandensein eines Bildungsgeldes. Wenn wir 1-Euro-Jobs mit 1 Euro fördern, geben wir jemandem, der Bildung macht, nichts. Dazu gehört eine Teilhabevereinbarung, eine nicht sanktionsbewährte Teilhabevereinbarung. Dazu gehört also eine ganze Reihe von Sachen, finde ich, die insgesamt das Gesetz, was mal sehr restriktiv begonnen hat, jetzt vom Kopf auf die Füße stellt und aus meiner Sicht daraus ein Gesetz macht, bei dem man wirklich von Fördern und Fordern reden kann und bei dem auch das Fordern ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt wird. Der Kern der Förderpolitik ist nur das persönliche Gespräch und das Verständnis zwischen Ratsuchenden und Berater. Und deshalb müssen die Regelungen unmissverständlich klar und präzise sein, weil alle wollen eine Augenhöhe haben. Aber es ist schon immer einer da, der kaum auf Augenhöhe kann wegen bildungsmäßiger Benachteiligung gegenüber dem Berater. Wenn jetzt noch unverständliche Regeln kommen, dann wird es für denjenigen noch schwerer. Und nun stelle man sich einen Berater vor, der vor sich einen Ratsuchenden sitzen hat, der dreimal nicht in eine Förderung, in eine FBW-Maßnahme gegangen ist. Und der immer sagen muss, tja, Pech gehabt, kann ich auch nichts machen. Also da ist keine Augenhöhe, da sagt nämlich einer, ich gehe nicht hin. Und das, glaube ich, ist schwer verständlich. Wenn schlimmer wird es noch, wenn sich die Situationen überlappen, also aus dem Nicht-Moratoriumszeit in die Moratoriumszeit und aus der Moratoriumszeit in die Nicht-mehr-Moratoriumszeit. Was sollen wir denn mit jemandem machen, der zugewiesen wird am 1.5. des nächsten Jahres ohne Rechtsmittelbelehrung und dann am 1.8. einen weiteren Brief bekommt, und dann sind da Rechtsmittel drunter, weil dann ist das Moratorium ja außer Kraft. Das führt zu Kommunikationssituationen für den Berater, aber auch für den Ratsuchenden, die alles andere als in irgendeiner Weise hilfreich und zielführend ist. Und wenn ich jetzt noch den Formulierungsvorschlag lese, den die Fraktionen jetzt in der nächsten Woche am Mittwoch beraten wollen mit den 10%, dann glaube ich, wird für den Ratsuchenden immer schwerer erkennbar, wann droht mir was und wann droht mir nichts. Und ich will, Herr Wolf hat darauf hingewiesen, vom Verfassungsgericht, die 6 Stunden, war das der zentrale Punkt. Kann sich der Berater, kann sich die BA, kann sich das Jobcenter unmissverständlich so klar ausdrücken, dass derjenige weiß, was ihm passiert. Und das wird mit dieser Regelung auch gefährdet. Gut, sonst das Gesetz wird super, also ganz ehrlich. Ist nicht schlimm, die 1:30 Minute werden in der nächsten Runde abgezogen. Genauso wie wir 1 Minute auch abgezogen haben von den 6, nur noch 5 für die CDU-CSU. Bitte, Kollege Wittek. Können wir das in der dritten Runde machen? Was denn? Können wir. Ja, gerne. Gut. Also, dann bleibt es bei 6, aber wir vergessen das nicht. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde ganz gerne eine Frage an Herrn Schäfer stellen. Und zwar, gibt es aus Ihrer Sicht wissenschaftliche Erkenntnisse, die zeigen, dass, wenn Sanktionen wegfallen, Arbeitslose besser und schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden? Nein, diese, danke für die Frage. Nein, die Erkenntnisse gibt es nicht, sondern im Gegenteil. Die Wirkungsforschung, die bisher vorliegt, zeigt relativ eindeutig die positiven Wirkungen von Sanktionierungen auf die Wiedereingliederungswahrscheinlichkeit in den Arbeitsmarkt. Das heißt, es tritt genau das Gegenteil von dem ein, was Sie gerade skizziert haben. Wenn ich die Sanktionen auch nur temporär abschaffe oder zumindest stark einschränke, dann wird es weniger Übergänge von Arbeitslosigkeit in Beschäftigung geben. Das heißt, es werden mehr Menschen und länger arbeitslos bleiben. Okay, vielen Dank. Herr Wittecker, bitte. Dann habe ich eine Frage an Herrn Scheele. Im Koalitionsvertrag steht ja drin, dass eine Beratung auf Augenhöhe eingeführt werden soll durch das Bürgergeld. Finden Sie, dass es derzeit keine Beratung auf Augenhöhe gibt? Herr Scheele, bitte. Ich finde, dass die Beraterinnen und Berater in den Jobcentern mit großem Respekt beraten. Das, glaube ich, ist der richtige Begriff. Derjenige, der eine Leistung gewährt und derjenige, der eine Leistung beantragt, müssen sich mit Respekt begegnen. Da darf es nicht von oben herab oder so geben. Und es muss verlässlich sein. Und das passiert Jobcenter für Jobcenter. Da habe ich keine Zweifel. Herr Wittecker, bitte. Dann würde ich Sie noch mal gerne fragen wollen, finden Sie denn, dass durch dieses Sanktionsmoratorium die Integration der Arbeitslosen auf den Arbeitsmarkt verbessert wird? Also das, was ich aus den Runden mit den Jobcenterleitern, die wir regelmäßig haben, berichtet habe, ist, dass alle sagen,
die Kommunikation mit dem Hilfesuchenden wird schwerer, weil sozusagen die Transparenz über das, was folgt, schwerer wird und undurchsichtiger wird. Und ich habe eben schon gesagt, jede Kommunikation in einer schwierigen Kommunikationssituation, die nicht klar und eindeutig ist, erschwert den Vermittlungsprozess. Herr Wittecker, bitte. Da würde ich gerne noch mal nachfragen. Heute war in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel darüber zu lesen, wo Ihre Mitarbeiter gesagt haben, dass ca. 20% der Hartz-IV-Bezieher sich nur an die Auflagen hielten, weil es die Sanktionen gibt. Und, Zitat, die Leute werden denken, ich muss nicht mehr zum Jobcenter gehen, wenn ich mich an die Auflagen nicht halte. Teilen Sie diese Bedenken Ihrer Mitarbeiter? Also, da die unisono in den ganzen letzten Monaten geäußert worden sind, seitdem auf der Tagesordnung steht, dass das kommt, was jetzt sozusagen ein Gesetzgebungsvorhaben ist, habe ich keinen Zweifel, dass die Leute aus der Praxis das ungefähr richtig einschätzen, ja. Dann würde mich noch mal interessieren, Herr Scheele, es kam ja schon raus, also zur Sprache, dass dieses Gesetz ja im Wesentlichen nur für einen Zeitraum von 6 Monaten gilt, weil ja das Ziel immer noch ist, zum 1.1. nächsten Jahres das Bürgergeld einzuführen. Wie belastend ist das für die Bundesagentur verwaltungstechnisch, jetzt eine Übergangsregelung für lediglich 6 Monate einzuführen? Oder wäre es nicht sinnvoller, die Mittel woanders einzusetzen? Ach, wenn man die größte Bürokratie der Europas Sozialversicherung leitet, soll man sich nicht über Bürokratie aufregen. Das kriegen wir schon hin. Also das ist nicht so schlimm. Da müssen wir was ändern, die ganzen Formatvorlagen, ja und nein. Aber das ist das gute Recht des Parlaments, sowas zu machen. Und das wird dann gemacht. Fertig. Vielen Dank, Herr Scheele. Herr Wittecker. Dann hätte ich noch ganz gerne eine Frage an den Herrn Künkler vom DGB. Wenn ein Arbeitnehmer nicht oder unentschuldigt nicht zur Arbeit kommt, mehrfach, dann gibt es Abmahnungen. Dann kann es auch dazu führen, dass Teile des Lohns einbehalten werden bis hin zur Kündigung. Ich gehe davon aus, dass der DGB, oder ich habe vom DGB bisher nicht gehört, dass Sie fordern, dass das alles abgeschafft werden soll. Wenn Sie an dieser Rechtspraxis weiterhin festhalten, warum finden Sie es gerechtfertigt, dass auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer größeren Sanktionsdruck von Seiten des Arbeitgebers ausgeübt wird als bei Langzeitarbeitslosen? Herr Künkler. Im Kern vermuten Sie richtig. Ich sag's mal so rum. Aus Sicht des DGB ist es auch gar nicht undenkbar, dass im Sozialleistungsrecht Rechten und Pflichten verkoppelt werden. Dass es eine Wechselbeziehung gibt zwischen Leistungsansprüchen und Mitwirkungspflichten. Das ist im Grundsatz, muss das nicht schlecht sein. Aber diesem Gedanken ist doch eine ganz klare Grenze gesetzt in dem Moment, wo es um existenzsichernde Leistungen geht. Und das ist der Unterschied zwischen der Lohnsituation, die Sie geschildert haben, und jetzt der Grundsicherung. Da geht es um existenzsichernde Leistungen. Und wenn man mit guten Gründen die Meinung vertritt, dass das Existenzminimum immer gesichert sein muss, dann folgt daraus relativ naheliegend, dass man auf Sanktionen verzichten sollte, solange die Regelsätze so niedrig sind, wie sie sind. Darf ich da nachfragen, Herr Künkler? Verstehe ich Sie dann richtig, dass wenn der Hartz-IV-Satz angenommen Stand heute 100 Euro höher wäre, dass Sie dann als DGB für Sanktionen wären innerhalb dieser 100 Euro? Herr Künkler, bitte. Wenn wir eine Leistungshöhe hätten, die deutlich über dem Existenzminimum liegen würde, ja, dann wäre die Argumentation weg, es darf keine Eingriffe geben, weil das wäre in dem Moment kein Eingriff. Also da müsste man auch als DGB neu nachdenken. Wir sagen klipp und klar, keine Eingriffe ins Existenzminimum, was sich auf die Regelsatzhöhe jetzt bezieht. Okay. Dann haben wir schon 25 Sekunden eingespart. Die wird gut geschrieben. Wir kommen zur nächsten Runde, und das ist die Runde Bündnis 90 Die Grünen. Da hat das Wort Beate Müller-Gemmerke, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Frau Dagmar König von Verdi. In Ihrer Gewerkschaft sind ja nicht nur die Beschäftigten von den Jobcentern organisiert, sondern mittlerweile auch eine größere Anzahl von Arbeitslosen. Und von daher die Frage, wie bewertet Ihre Gewerkschaft vor diesem Hintergrund Sanktionen und auch ein Sanktionsmoratorium? Sind Sie der Ansicht, dass Sanktionen für eine nachhaltige, also dauerhafte, ich betone nachhaltig und dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt förderlich oder notwendig sind? Frau König, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Die kann ich ganz klar beantworten. Verdi hat da eine eindeutige Position. Wir lehnen Sanktionen ab, weil wir der Meinung sind, zum einen, dass sie bei der jetzigen Höhe des Regelsatzes, das hat der Kollege Künkler schon gesagt, dazu führen, dass wir
in einen Bereich kommen, von dem die Menschen schlicht und ergreifend nicht mehr leben können und dass das zusätzliche einen zusätzlichen psychischen Druck aufmacht, der eigentlich allen anderen Bemühungen entgegensteht. Und deshalb gibt es auch, und zum Zweiten sind wir eben auch der Meinung, dass die Leute, mit denen, von denen wir die Erfahrung haben und von denen wir auch hören, wie sie all das erleben, was ihnen im Alltag passiert, auch mit der Vermittlung, dass sie durchaus nicht aktiviert werden müssen, weil sie selber durchaus von sich aus den Wunsch haben, wieder in den Arbeitsmarkt integriert zu werden und deshalb durchaus alles, was ihnen einigermaßen vernünftig und wertschätzend erscheint, auch gerne aufnehmen. Unser Bundeserwerbslosenausschuss hat sich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt, Sanktionsmaßnahmen, aber auch mit den Regelsätzen, weil das aus unserer Sicht durchaus Dinge sind, die auch zusammengehören, und hat da eine klare Position, nämlich die, dass wir dieses Moratorium begrüßen. Wir verbinden das allerdings auch mit der Erwartungshaltung, dass dieses Moratorium dann quasi fließend in eine Neuregelung, nämlich das Bürgergeld, übergeht, dass es da keine zeitliche Lücke gibt, weil das wäre, glaube ich, eine sehr verheerende Situation, die wir dann für die Beschäftigten hätten, für die Erwerbslosen hätten. Und wir verbinden es auch mit der Intention, dass natürlich an dieser Stelle auch noch mal sehr viel stärker eine Beratung kommen muss, so wie sie Herr Scheele geschildert hat, wie sie im Idealfall sein sollte, wie aber die Erwerbslosen, mit denen wir zu tun haben, sie in den seltensten Fällen erleben. Nicht deshalb, weil die Kolleginnen und Kollegen vor Ort das nicht wollen, sondern weil sie häufig, ich sag mal, so hohe Fallzahlen haben, dass sie das einfach nicht leisten können. Und die Unterstützung, die gebraucht wird und die sie selber auch sehen, also die auch die Beschäftigten sehen, durchaus an dieser Stelle dann nicht möglich ist. Vielen Dank. Frau Müller-Kemmerke, bitte. Ja, meine nächste Frage geht auch an Dagmar König von Verdi. Ich will da noch mal nachhaken jetzt. Sind Sie der Auffassung, dass bei Arbeitslosen im ALG II häufig ein Mangel an Eigeninitiative für die Arbeitsplatzsuche vorliegt? Wir sind ja ein Stück weiter auch beim Menschenbild. Und sind Sie der Meinung, dass diese Eigeninitiative, die notwendig ist, durch Sanktionen oder Androhung von Sanktionen tatsächlich geweckt werden können? Und vielleicht noch mal ganz konkret, was haben Sie denn für Wünsche bzw. Kritik am bestehenden System und Wünsche für das neue Bürgergeld, was sich tatsächlich verändern muss, so dass es tatsächlich zu einer nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt kommt? Bitte schön, Frau König. Ja, vielen Dank. Ich fange mal beim Letzten an. Was wir uns wünschen, ist ein deutlich besserer Betreuungsschlüssel, sodass all die guten Ansätze, die Herr Scheele geschildert hat, tatsächlich auch in der Praxis und in der Breite umsetzbar sind. Und wir finden es auch sehr wichtig, dass es eben nicht mehr den Vermittlungsvorrang gibt, sondern gegebenenfalls gerade bei Jüngeren auch die Möglichkeit, erstmal auf eine vernünftige Qualifizierung und für einen dauerhaften und nachhaltigen Einstieg in den Arbeitsmarkt zu setzen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Die Erwerbslosen, mit denen wir zu tun haben und die wir erleben und auch die Berichte, die wir erleben aus den Bündnissen, mit denen wir zusammenarbeiten, machen ganz deutlich, dass die arbeiten wollen, dass die selber auch durchaus aktiv sind, dass die sich engagieren und dass, wenn sie es im Moment nicht auf dem Arbeitsmarkt können, weil es da keine passende Angebote für sie gibt, sie sich in anderen Dingen durchaus engagieren und aktiv sind. Also das sind keine Leute, die darauf warten, dass irgendwas für sie passiert. Aber es muss auch passgenau sein und sie wollen auch den Eindruck haben, dass das, was sie mitbringen an Fähigkeiten und Fertigkeiten, wertgeschätzt wird und auch mit übernommen wird in die Vermittlungsüberlegungen. Das haben sie, glaube ich, nicht immer so deutlich erlebt, wie sie sich das wünschen. Vielen Dank, Frau König. Frau Müller-Gemmerke. Würde ich gleich noch mal nachfragen, ob das, was Sie gerade ausgeführt haben, auch sich darauf bezieht, dass es nicht so viele bundesweite Ausschreibungen geben darf, also dass es eher regionale Ausschreibungen und mehr Angebote geben muss, die dann tatsächlich zu den Menschen passen. Bitte eine kurze Antwort. Dann würde ich das mit Ja beantworten.
Man muss es ja nicht übertreiben. Wir nehmen das gerne und dankbar an. Vielen Dank. Gut, dann sind wir auch mit dieser Runde durch. Dann kommt die nächste Beratungsrunde, die FDP. Herr Kronenberg. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Scheele von der BA. Der musste zwar schon ziemlich viel ran, aber bevor er uns in dieser Funktion vielleicht dann noch nicht mehr zur Verfügung steht, wollen wir ihn dann noch mal gerne in Anspruch nehmen. Das Sanktionsmoratorium ist eine Brücke zum Bürgergeld. Sie haben ja schon hoffnungsvoll, erwartungsvoll auf dieses Bürgergeld geschaut. Vielleicht können Sie uns dennoch noch mal darlegen, wie Sie bewerten, dass da Sanktionen bis zu 30% möglich sein sollen und welche Neuregelungen wünschen Sie sich im Zusammenhang mit den Sanktionen? Herr Scheele, bitte. Na, ich habe ja schon ausgeführt, dass ich das, was wir gegenwärtig als Weisungslage haben, ganz vernünftig finde, weil wir haben seit dem Urteil des Verfassungsgerichtes eigentlich, sagen wir mal, eine ziemliche Konfliktminimierung in den Jobcentern. Also es gibt wenig Konflikte, es gibt natürlich Klagen, das ist immer in dem System, aber es gibt weniger Klagen. Nun will ich mich da nicht toller machen, als wir sind. Es hat auch eine Pandemie gegeben mit weniger Vorladungen und so weiter. Aber man muss sagen, dass was das Verfassungsgericht gemacht hat, was wir übrigens wollten, ausdrücklich wollten und worüber wir hinausgegangen sind mit der Weisungslage, nämlich Jugendliche und Erwachsene gleich zu behandeln und nicht in den Wohnraum zu sanktionieren. Da kann ich Ihnen nur als ehemaliger Senator sagen, so etwas Dummes kann man gar nicht machen, in den Wohnraum zu sanktionieren. Das finden wir eigentlich eine adäquate Situation. Und der Gesetzgeber und das Verfassungsgericht hat ja auch akzeptiert, dass man unterscheidet zwischen Meldeversäumnissen und Pflichtversäumnis. Also natürlich ist das Verweigern der Teilnahme an einer Förderung der beruflichen Weiterbildung, die eine viel höhere Integrationsperspektive hat als das einfache Auftauchen oder Nicht-Auftauchen, das muss anders bewertet werden. Und ich finde, dass 10 und 30 akzeptabel sind. 10, 30, 60, 100 braucht kein Mensch. Aber 10 und 30 finde ich auch mit der Rückendeckung des Verfassungsgerichts eine adäquate Form, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass wir eigentlich kontinuierlich an einer Verbesserung des Beratungsgeschehens arbeiten. Und das Gesetz macht es uns künftig noch besser möglich, sodass ich, wenn das Gesetz kommt, so wie es von Herrn Rosemann und anderen immer wieder geschildert wird, ja, dann ist das ein gutes Paket. Herr Kronenberg, bitte. Vielen Dank. Nächste Frage geht auch an die BA, Herrn Scheele. In der Lesung, in der ersten Lesung letzte Woche wurde gesagt, Sanktionen hätten keinen positiven Effekt auf die Integration in den Arbeitsmarkt. Dies würde durch Studien belegt. Wie bewerten Sie diese Äußerung? Herr Scheele, bitte. Also hier haben wir nun Herr Wolf, also IAB und IW geantwortet und haben gesagt, sowas hat mittelfristig positive Auswirkungen auf die Integration von Arbeitslosen, dem schließen wir uns an. Und das hat auch das IAB mit uns gemeinsam vom Verfassungsgericht einvernehmlich vorgetragen und dem ist da nicht widersprochen worden. Also ich habe die gleiche Einschätzung, wie hier die Wissenschaft vorgetragen hat. Und ich will aber nur mal sagen, Sanktionen sind kein, also das ist nicht die Methode, mit der gearbeitet wird. Beratung ist die Methode und vernünftige Instrumente. Hier wird ja so getan, als würde immer sanktioniert, damit es klappt. Herr Kronenberg. Nächste Frage geht an das IAB. Sie haben dargelegt, dass auch Mitarbeiter in Jobcentern sich überwiegend gegen die Aussetzung von Sanktionen ausgesprochen haben. Wie erklären Sie sich diesen Zuspruch? Herr Dr. Wolf. Durch die Sanktionierung eventuell eingefordert werden können in den Situationen, in denen es nicht möglich ist. Ich kann mich auch noch an eine ältere Befragung von Fachkräften erinnern, wo dann davon gesprochen wurde, da ging es dann um Meldeversäumnisse und die etwas geringeren Sanktionen, dass infolge dieser Sanktionierungsmöglichkeit dann eben auch das Verhältnis zwischen
Integrationsfachkraft und Hilfebedürftigen oder Leistungsberechtigten, sollte man heutzutage besser sagen, häufig verbindlicher und ernsthafter wird. Das ist die zusammenfassende Folgerung in der Studie. Kritischer sehen die Fachkräfte das, was eben die alten Regeln waren, die sehr, sehr hohen Sanktionen, weil das da auch zu kontraproduktiven Wirkungen kommen kann, wenn eben sowas wie, ja, Sperren von Energieversorgung bis hin zur Obdachlosigkeit droht, ist das nichts, was den Integrationsprozess fördert. Insofern ist es natürlich auch nicht ganz verwunderlich, dass man unter den Zeiten vor dem Bundesverfassungsgerichtsurteil durchaus auch das ein oder andere gegensätzliche Ergebnis bekommen hat, bei sehr hohen Sanktionen. Vielen Dank, Herr Grunberg. Ja, nächste Frage noch mal an die BA, Herrn Scheele. Herr Scheele, welche Wirkungen haben Sanktionen auf diejenigen, die nicht sanktioniert werden, weil sie eben an Mitwirkungspflichten teilhaben? Herr Scheele. Darüber kann ich Ihnen empirisch und wahrlich keine Auskunft geben. Aber ich glaube, es ist wie in allen gesetzlichen Regelungen, dass die Mehrzahl, die sich an Regeln hält, sehr erstaunt wäre, wenn sich die Minderheit, die sich nicht an Regeln hält, da nicht eingegriffen würde. Also das, glaube ich, ist sozusagen im Straßenverkehr so und überall so. Also das scheint mir ein übliches Vorgehen zu sein, dass man sich darüber wundert, wenn man selbst Regeln einhält und andere es, ohne dass ihnen irgendwie dringend nahegelegt wird, sie auch einzuhalten. Das, glaube ich, ist nicht hilfreich für das Gemeinwesen. Vielen Dank. Damit ist auch die Fragerunde der FDP abgeschlossen. Wir kommen zur Fragerunde der SPD und da hat Frau Klose das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Frage geht an Herrn Dr. Wolf vom IAB. Das IAB hat sich in seiner Forschung ja bereits wiederholt mit Grundsicherungsempfängerinnen mit psychischen Erkrankungen befasst. Daher die Frage, liegen Ihnen Erkenntnisse dazu vor, ob dieser Personenkreis überdurchschnittlich von Leistungskürzungen betroffen ist? Und wie viele Personen vermuten Sie mit nicht diagnostizierten psychischen Erkrankungen unter den LeistungsempfängerInnen? Welche Empfehlungen würden Sie basierend auf Ihren Forschungsergebnissen bei der Neugestaltung der Mitwirkungspflichten mit Blick auf Menschen mit psychischen Erkrankungen aussprechen? Herr Dr. Wolf, bitte. Sind, wenn es Personen mit psychischen Erkrankungen sind. Diese Informationen habe ich nicht in den Daten, die ich hier verwendet habe für die Forschung. Wir wissen auch nicht, inwieweit oder wie groß der Anteil von Personen ist mit noch nicht festgestellten Erkrankungen. Das können wir nicht nachvollziehen. Es gibt eine ältere Studie des IAB, die beispielsweise für 2008, 2009 festgestellt hat auf Basis von Krankenversicherungsdaten, dass etwa ein gutes Drittel psychische Erkrankungen hat im SGB II, aber wie gesagt, das waren eben auch dann Angaben, wo so etwas festgestellt worden ist, wohl in der Vergangenheit. Die andere Größe kann ich Ihnen nicht benennen. Wie sehe ich das mit dem Umgang mit Personen in dieser Lage? Nun, wir sehen letztlich, wenn eine Reform kommt, dass man eigentlich, und das sollte natürlich nicht nur diese Personen betreffen, sondern auch andere Personen betreffen, das auch durchführt, was hier gemacht werden soll. Und schon mehrfach angesprochen wurde, sowas wie eine Beratung auf Augenhöhe so weit wie möglich durchzuführen und dabei natürlich auch gemeinsam zu erarbeiten, was man braucht. Und dabei haben die Integrationsfachkräfte natürlich auch eine schwierige Situation, dass sie feststellen müssen unter Umständen, dass solche Situationen vorherrschen, dass es sich um Personen mit psychischen Problemen handelt, die auch eine bestimmte Unterstützung brauchen. Das gehört für mich dazu. Und dadurch kann man eventuell, wenn das in sowas wie eine Teilhabevereinbarung, die ja geplant ist, möglich ist, solche Dinge auch gut unterzubringen und die personelle Ausstattung dann auch stimmt, dann kann man da vielleicht sogar Sanktionen einfach verhindern, weil man gemeinsames Dinge erarbeitet und Sanktionen nicht zustande kommen. Meines Erachtens kommt es wirklich darauf an, dass eine Sicherheit darüber geschaffen wird, was die richtige Strategie ist. Dann kann man Sanktionen so weit wie möglich vermeiden und es eben nur in den Fällen anwenden müssen, wo wirklich keine Mitwirkung mehr da ist. Vielen Dank. Herr Peik, bitte. Herzlichen Dank. Meine Frage geht an den IAB, Herr Küngler. Es wurde jetzt mehrfach gesagt, das Sanktionsmaratum ist eine Brücke hin zu dem Bürgergeld, das wir schaffen. Und um zu wissen, ob die Brücke auch in die richtige Richtung führt, würde uns interessieren, was würde aus Ihrer Sicht wichtig sein bei den Neuregelungen im Bürgergeld und mit Blick auf die Leistungskürzung? Und hätten Sie Ideen für Instrumente, die vielleicht die Mitwirkung von Leistungsbeziehungen auf andere Art und Weise steigern können? Herr Küngler. Ja, danke für die Frage.
Der DGB bewertet es ausgesprochen positiv, dass praktisch mit dem Bürgergeld im Bereich der aktiven Arbeitsförderung wirklich ein Paradigmenwechsel aus unserer Sicht stattfinden soll. Dass viel mehr auf Anreize und auf Befähigung und Ermöglichung gesetzt wird als auf Bestrafung. Wir denken, dieser Ansatz ist absolut sinnvoll. Bei den konkreten Instrumenten, sei es Wegfall Vermittlungsvorrang, sei es Teilhabevereinbarung, Vertrauenszeit, das sind alles Maßnahmen, die, glaube ich, arbeitsmarktpolitisch sehr zielführend sind. Das ist ein substanzieller Fortschritt. Und gleichzeitig neben den Arbeitsmarkteffekten wird es dazu kommen, dass Sanktionsanlässe vermieden werden. Und allein schon dadurch wird das Sanktionsgeschehen aus unserer Sicht wesentlich befriedet und die Problematik entschärft. Zweiter Teil Ihrer Frage, was sinnvoll ist als Alternativen, sind positive Anreize. Aber da gibt es ja auch Ansätze im Koalitionsvertrag. Zum Beispiel dieser angedachte Bonus, wenn man an aktiven Fördermaßnahmen mitmacht. Also ich denke, das ist der richtige Weg, der da eingeschlagen wird. Fördern statt strafen. Vielen Dank, Herr Babentiek. Ja, meine Frage geht noch an die Caritas. Welche Gründe sehen Sie basierend auf der Beratungstätigkeit und Zusammenarbeit der Caritas mit Grundsicherungsempfängern, dass es aufgrund von Meldeversäumnissen und Pflichtverletzungen dazu kam, dass Leistungskürzungen gegen Grundsicherungsempfänger verhängt wurden? Frau Dr. Fix, eine Sekunde. Dass die Menschen sehr, sehr große Probleme haben und einfach intensive Beratung und Zuspruch brauchen und da ist Luft nach oben. Vielen Dank. Dann sind wir auch hier durch und wir kommen zur Runde der CDU-CSU, die jetzt nur noch 30 Sekunden kürzer ist. Frau Klein, bitte. Ja, herzlichen Dank. Meine Frage geht an Professor Dr. Thüsing mit einer freundlichen Bitte um Einordnung. Und zwar hat Herr Dr. Rock vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, Verzeihung, vorhin die Nachweispflicht von Leistungsempfängern angesprochen. Und da würde mich mal interessieren, wie Sie die Aussage einordnen, dass es sich um eine Beweislastumkehr handelt, wenn Leistungsempfänger nachweisen müssen, dass sie einen Termin nicht wahrnehmen konnten. Teilen Sie diese Rechtsauffassung? Oder würden Sie die Nachweispflicht als legitim einordnen? Und wenn ja, warum? Herr Professor Thüsing, bitte. Sehr herzlichen Dank, Frau Dr. Klein, für die Frage. Als Jurist ist das Reden von der Beweislast falsch hier. Wir sind, wenn wir uns über Sanktionen unterhalten, ohnehin im verwaltungs-sozialversicherungsrechtlichen Prozess. Und da gilt die Inquisitionsmaxime. Da gibt es nicht den Parteibeibringungsgrundsatz. Und an den ist die Beweislast gebunden. Das heißt, es muss immer vom Gericht heraus ermittelt werden, bestehen die Voraussetzungen für eine Leistungsminderung. Und da besteht es insofern die Verpflichtung des Richters selbst herauszufinden, was denn der Tatbestand ist, auf den er sich stützen kann. Insofern ist das nicht richtig, wenn das so gesagt wird. Und deswegen ist gut, dass es hier klargestellt wird. Es ist gut, dass hier einiges klargestellt wird. Am Ende dieser Anhörung zeichnet sich doch ein gewisses Bild darauf ab, nachdem Herr Scheele ja im Dauerbeschuss war und dort viele Fragen beantwortet hat, zeigte sich eine gewisse Tendenz, dass die Regierungskoalition keine Lust mehr danach hatte, nach diesem Gesetz hier zu fragen, sondern nach dem, was da eins kommen wird, wenn sich die Zeiten erfüllen und wir das Bürgergeld haben, und hoffte dann darauf, sich zurückziehen zu können. Die Vorstellung, wie man das Bürgergeld macht, brauchen wir heute nicht zu diskutieren. Es geht hier allein um den Entwurf eines 11. Gesetzes zur Änderung des 2. Buches Sozialgesetzbuch, um dieses Moratorium. Und wenn hier gesagt wird, hier wird eine Brücke gebaut, dann wird eine Brücke gebaut, wo kein Fluss ist. Es gibt Bedarf keiner solchen, wie auch gesagt wird, Übergangsregelung. Denn die Bundesagentur für Arbeit hat darauf hingewiesen, wir haben eine Reaktion auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, nämlich eine Praxis, die die Bedenken des Bundesverfassungsgerichts ernst nimmt, die sie praxiskonform umsetzt, die sie adäquat umsetzt. Niemand hat das bislang in Frage gestellt. Das muss man festhalten. Und weil das niemand bislang in Frage gestellt hat und weil die Praxis mit dem Status quo zurechtkommt, ist es richtig, dass diese Brücke nicht gebaut wird, denn man weiß gar nicht, wohin sie führt. Ich glaube, die Diskussion über die sinnvollen Sanktionen, die mit einem Bürgergeld verbunden sein sollten, werden dadurch versperrt, werden dadurch ungut gelenkt, dass man jetzt gänzlich auf Sanktionen verzichtet. Insofern, jeder Sachverständige, der hier ist, hofft auf das hörende Herz des Gegenübers, ohne das Verständnis nicht möglich ist. Wenn Sie das hier nicht einfach verschallen lassen, was geäußert wurde, dann denken Sie darüber nach, braucht es wirklich dieses Gesetzes? Die Praxis der Bundesagentur für
Arbeit macht deutlich, dass es das nicht braucht. Und deswegen sollten Sie davon Abstand nehmen. Vielen Dank. Herr Dr. Reichel, bitte. Ja, meine Frage geht an Herrn Dr. Wolf. Herr Dr. Wolf, Sie haben in Ihrer Stellungnahme dargestellt, dass nur eine Minderheit der Leistungsbeziehenden eben ein Sanktionsmoratorium tatsächlich begrüßen würde. Würden Sie auch, so wie von Herrn Scheele angedeutet, der Annahme zustimmen, dass für die, die momentan also alle Anforderungen erfüllen und für die keine Sanktionen anfallen, dass für die entsprechend die Einstellung von Sanktionen auch die Bereitschaft vermindern würde, mitzuwirken? Und da vielleicht noch anschließend daran, gibt es aus Ihrer Sicht Informationen darüber, inwieweit Sanktionen tatsächlich als Drohkulisse aktuell wahrgenommen werden? Vielen Dank. Herr Dr. Wolf, bitte. Natürlich solche Äußerungen von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die jetzt davon ausgehen, dass man Sanktionen nicht einstellen kann oder auch braucht, eben in diese Richtung gehen. Das bedeutet, es gibt Personen, die natürlich nicht mitwirken. Das ist eine Minderheit, das wissen wir. Und dass sich diese vergrößern könnte, wenn die Sanktionen ausgesetzt werden, ist sicherlich eine Hypothese, die ich für wahrscheinlich halte, aber die man erst untersuchen muss, das ist klar. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass so etwas passieren kann. Denn wenn ich sehe, dass immer mehr Personen aufgrund von so einem Moratorium Pflichten nicht nachgehen, kann die eine oder andere Person sich auch überlegen, das dann nicht zu machen. Die Pflichten sind eben dann eben keine Pflichten mehr während der Zeit. Die Frage, genau, was war jetzt zweite Frage nochmal? Ich habe mich jetzt sehr in die erste. Die Frage war nach der Drohkulisse. Wird das entsprechend als Drohkulisse wahrgenommen? Es erwähnt wird in qualitativen Studien. Dort wird von den ein oder anderen Personen, die sanktioniert werden, eben auch mal mitunter von einer Drohung gesprochen. Das ist aber, wie gesagt, für mich auch keine so große Überraschung, weil das sind alles Studien, die sich noch auf die Zeit vor dem Bundesverfassungsgerichtsurteil beziehen, also als die Sanktionen sehr, sehr hoch sein konnten. Aktuellere Studien, die dieselben Aussagen machen, liegen noch nicht vor. Dann sind wir am Ende. Alle Befragungsrunden kommen zur letzten, der freien Runde. Und da hatte als erster der Herr Schneider das Wort. Ja, meine Frage geht nochmal an Herrn Professor Dr. Thüsing. Inwiefern würde das Sanktionsurteil des Bundesverfassungsgerichtes vom November 2019 einen Umstieg von auf Sachleistungen als mögliche Sanktion zulassen? Herr Professor Dr. Thüsing. Sehr geehrte Damen und Herren, das Bundesverfassungsgericht führt selber aus, dass ein Umstieg auf Sachleistungen möglich ist. Das ist eine der Handlungsperspektiven, die das Gericht ausdrücklich benennt. Ob man hiervon Gebrauch machen sollte, ist eine politische Entscheidung. Das Bundesverfassungsgericht betont, dass man einen weiten Ermessensspielraum hat, den Vorrang der Verhältnismäßigkeit politisch umzusetzen oder in der Praxis der Bundesagentur für Arbeit. Der Umstieg auf Sachleistungen wäre ein Weg. Es wäre vielleicht nicht der beste Weg, es wäre kein Weg, den das Bundesverfassungsgericht anrät, aber es ist ein Beispiel, was es nennt, was möglich wäre, um, es wurde schon gesagt, das Existenzminimum in jedem Fall auch zu sichern. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Annika Klose, bitte. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht nochmal an die Caritas. Und zwar wäre meine Frage, es besteht ja durchaus ein Spannungsverhältnis zwischen dem zwischen der Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen Jobcenter-Mitarbeitern und Leistungsbeziehern und zum anderen den Sanktionsandrohungen. Wie kann dieses Spannungsverhältnis Ihrer Ansicht nach überwunden werden? Frau Dr. Fix. Dazu, dass ein Spannungsverhältnis da ist, denn in der Ist-Situation sind wir in der Situation, dass wenn die Person, die eine Eingliederungsvereinbarung vorgesetzt wird und diese nicht unterzeichnet, der Verwaltungsakt droht. Das ist eine Situation, die keinesfalls eine Situation auf Augenhöhe ist. Und da muss sich aus meiner Sicht dringend was verändern. Sie haben es mit dem Bürgergeld und mit der Bürgergeldreform jetzt angedacht, dass es hier zu einer Teilhabe-Kooperation kommen soll, die auf Augenhöhe passiert, wo auch, so liest sich zumindest im Koalitionsvertrag, Mechanismen angedacht sind, wo man gemeinsam berät, gemeinsam die Dinge in Augenschein nimmt, passgenaue Hilfen bereitstellt, im Konfliktfall auch Schlichtungsmechanismen schafft
Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt und ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Und weil es jetzt gerade mal um die Frage Aussetzung der Sanktionen ging, was ist der Mehrwert dieses Moratoriums, möchte ich sagen, dass wir hier eine Experimentierklausel nochmal haben, in der wir uns vor dem Umlegen des Schalters aufs Bürgergeld nochmal anschauen können, was passiert denn, wenn wir diese Sanktionen wirklich runterfahren an der Stelle. Wie schaut es aus, wie verhalten sich die Menschen? Und das ist für mich ein Mehrwert, weswegen ich froh bin, wenn Sie dieses Gesetz so auf den Weg bringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann kommt Kai Wittegger. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne von Frau Dr. Roper und Herrn Dr. Mempel Folgendes wissen. Die Meldeversäumnisse werden ja nach dem Gesetz nicht mehr sanktioniert. Werden weiterhin sanktioniert. Die schwerwiegenderen Pflichtversäumnisse werden nicht mehr sanktioniert. Wie finden Sie das? Kollege Wittegger, sehr gerne. Aber es geht nur an einen oder eine, die mir die Frage stellt. Das waren zwei Adressaten. Wer soll antworten? Gut, dann machen wir an Frau Dr. Roper. Frau Dr. Roper, bitte. Ja, vielen Dank. Es ist nicht überraschend, dass wir das sehr kritisch sehen, dass wir gegen die Abschaffung der Sanktionen sind. Wir haben in unserer Stellungnahme auch noch mal insbesondere darauf hingewiesen, der Aspekt wurde heute jetzt noch nicht genannt, dass es gerade für junge Menschen auch ein fatales Signal wäre, wenn man quasi das Signal aussendet, ist jetzt völlig egal, ob du mitwirkst, ob du pünktlich bist. Das ist nämlich genau das Gegenteil von dem, was man dann später im Berufsleben erwarten darf von jungen Menschen. Also insofern sehen wir das sehr, sehr kritisch, die Aussetzung der Sanktionen. Und jetzt auch noch mal der Kompromiss, der jetzt ja heute Vormittag, glaube ich, noch mal versandt wurde, dass es jetzt tatsächlich man auch bei den Meldeversäumnissen quasi jetzt noch mal abschwächt, dass man jetzt quasi immer einmal nicht kommen darf. Und das ist quasi egal, ob man beim ersten Mal kommt. Und es reicht, wenn man beim zweiten Mal kommt. Das finde ich gerade auch ein sehr fatales Signal. Vielen Dank, Frau Dr. Ropra. Frau Tatti kommt als Nächstes. Ja, vielen Dank. Meine letzte Frage geht an Dr. Joachim Rock vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, vom Gesamtverband. Sie haben gerade vorher vom empirischen Niemandsland gesprochen, was die positive Wirkung von Sanktionen auf die Arbeitsmarktintegration angeht. Was meinen Sie genau damit? Und was hilft aus Ihrer Sicht, aus Sicht des Paritätischen, wirklich, um Erwerbslose besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren? Herr Dr. Rock, bitte. Ja, vielen Dank für diese Frage. Naja, wir haben ja im Zuge der Bundesverfassungsgerichtsverhandlungen festgestellt, wie wenig wir eigentlich wissen über das, was sich im Zuge der Sanktionen dann am Arbeitsmarkt abspielt. Wir haben jetzt erst die neueren Forschungen gehört, dass auf lange Sicht Sanktionen durchaus zu einer schlechteren Arbeitsmarktintegration führen können. Und das sind alles Erkenntnisse, die wir vorher nicht hatten. Und da gibt es insbesondere noch eine Menge Forschungsbedarf im Hinblick auf diejenigen, die beispielsweise früh aus dem System ausscheiden, die eben nicht mehr erreicht werden von den Jobcentern. Und wir wissen doch bei einer Nichtinanspruchnahmequote von 40-60%, dass das Gründe hat. Das ist doch alles nicht erforscht. Und dann sind die Forschungen, die wir in den Teilen haben, häufig tatsächlich arbeitsmarktpolitisch borniert. Hier ist aber auch der Ausschuss für Arbeit und Soziales. Und da muss man sich doch die Frage stellen, wie ist es denn mit den sozialen Folgen? Was macht das denn mit Familien, wenn die sanktioniert werden, wo jeder Familienangehörige damit sanktioniert wird? Und das ist etwas, das forschungsmäßig viel, viel stärker dann noch tatsächlich mit berücksichtigt werden muss. Vielen Dank, Herr Dr. Rock. Und die letzte Frage stellt Frau Müller-Gemmecke. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte geschwind noch ganz kurz an Herrn Professor Thüsing. Sie haben jetzt zweimal gesagt, das Gesetz braucht es nicht. Ich habe eine ganz einfache Antwort darauf. Das Gesetz braucht es natürlich, weil hier geht es ganz banal um den politischen Willen. Und dann braucht es das Gesetz. Meine Frage geht aber an Dr. Rock. Es sind in ein paar Mal jetzt die Meldeversäumnisse angesprochen worden und dass da doch 10% nichts bewirken. In Klammer, 10% sind ungefähr 45 Euro. Und wenn man gerade mal so gut 400 hat, dann ist das verdammt viel. Aber ich wollte Sie fragen, welche Rolle spielt denn, wenn es um die Meldeversäumnisse geht, denn die Verfassung der Menschen? Ja, und macht es bei denen, die einfach Probleme haben, weil sie vielleicht auch deswegen eben gar nicht so lange arbeitslos wären, was machen da Sanktionen noch Sinn? Und Ihre Einschätzung, ob die Regelung, wie wir sie jetzt verhandelt haben, dass es nicht beim ersten Mal eine Sanktion gibt, sondern erst beim zweiten Mal, ob das einigermaßen nachvollziehbar und akzeptabel ist? Herr Dr. Rock, bitte.
Ja, vielen Dank auch für diese Frage. Naja, wir haben hier an dieser Stelle mehrfach gehört, dass die weit, weit überwiegende Mehrheit der Grundsicherungsberechtigten tatsächlich sich an alle Regeln hält. Sie bringen aber mit den Regelungen zum Meldeversäumnis alle im Falle eines Meldeversäumnisses in die Situation, dass sie sich rechtfertigen müssen mit einem besonders wichtigen Grund, um tatsächlich eine Sanktion abzuwehren. Das ist nach meinem Verständnis eines liberalen Rechtsstaats schon eine Form der Beweislastumkehrung, die ich schwierig finde. Ich finde, in solchen Fällen muss man das tatsächlich umkehren. Und eine 10-prozentige Sanktion sind in der Tat, wie Sie es auch dargestellt haben, ein sehr, sehr schwieriger Eingriff. Da muss man dann tatsächlich nach anderen Lösungen suchen. Und es gibt eine Menge Alternativen. Einige Punkte haben wir da auch schon angesprochen. Dann sind wir am Ende unserer Anhörung. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren, dass Sie Ihre Stellungnahmen gesendet, geschickt haben, aber auch zu den Fragen Stellung genommen haben. Ich bedanke mich noch viel mehr bei denjenigen, die ein Headset verwendet haben. Ich glaube, das war einer. Wünsche mir, dass die anderen sich auch ein Headset besorgen, weil die Verbindung teilweise sehr, sehr schwierig war und es eine große Herausforderung ist, auch fürs Protokoll das aufzuschreiben. Das ist wirklich ohne Headset fast nicht machbar. Ich bedanke mich für den ganzen Nachmittag, zwei Anhörungen hintereinander und noch viel, viel mehr wieder beim Ausschusssekretariat, was das Weltbeste überhaupt ist und jetzt ganz viel Arbeit hat. Vielen Dank. Die Anhörung ist geschlossen. Am kommenden Mittwoch, 9:30 Uhr, übermorgen ist die nächste Sitzung.